Ja, ich bin einmal wieder an meinem Bike unterwegs. Und zwar, da bin ich gleich in Kanuntum bei den Ausgrabungen, wäre wieder ein bisschen zur Donau runtergefahren. Aber vorher schauen wir da noch ein Stück hintere in die Arena. Da waren das letzte Mal so viele Zeißeln. Und die schauen wir, ob ich die irgendwo auf die Kämpfe. So, da kommen wir jetzt gleich wieder zu der Arena. Da haben wir Magie gehabt, Arena da von uns schon ein paar Zeißeln um. Ja, das kennen sie eh schon. Und die Arena auch. Und da herin sollten ein paar Zeißeln sein. Ja, wie ihr gesehen habt, sind das possierliche Tierchen. Blitzschnell, die lassen auch nicht sehr weit an sich heran. Sind extrem scheu, aber so lieb zum Anschauen. Ja, da vorne geht es jetzt am Parkplatz von Kanuntum und dann fahren wir abwärts Richtung Donau. Da vorne sitzt da eins und rennt gerade. Mal wieseln die da mal dumm. Org. Ja, bis später. Ich glaube, den Weg kennst du schon. Schloss wieder. Schönes Waldwegerl wieder. Echt gemütlich. Ja, ich wollte zuerst einmal kurz stehen bleiben. Das hat sich erledigt, weil du bist von den Gößen gefressen. Da musst du dauernd auf der Rapse. Ja, wir haben noch Hochwasser. Man sieht, da ist auch noch alles feucht herinnen. Obwohl es jetzt schon ein paar Tage wirklich schön heiß war. Ja, den müssen wir da ganz außen nehmen. Ja, passt schon. Ja, viele Lacken. Ja, die nehmen wir da mitten. Schön gemütlich. Ja, wir haben noch extrem Hochwasser und ich weiß eigentlich gar nicht, ob man über die Brücken kommt. Man hört es rauschen. Ah, schauen wir mal. Meine Brücken ist gut zur Fuhrt. Schaut nicht gut aus. Schauen wir sie nicht an. Ja, da drüber fahren ist nicht meins. Es wird sicher nicht tief sein, aber das ist sicher gatschig und rutschig. Das lassen wir bleiben. Extrem viel Wasser. Ja, Gößen sind auch Wahnsinn da, sieht man eh. Jetzt war gerade jetzt eingesprüht, aber Wahnsinn, wie viel Wasser da ist. Gigantisch. Ja, ich wollte mir zwar da einen Kaffee machen, aber das kann ich anhageln. Weil da fressen sie mich. Ja, ja, ich werde zum Heidentor fahren. Dort habe ich wieder ein schönes Bankerl. Ja, das hat sich somit für heute erledigt. Da wird die andere Brücke fahren nicht viel besser ausschauen. Die schauen wir sich zwar auch noch an.
Aber ich glaube, da haben wir Pech. Schauen wir mal, da vorne ist das kleine Insel. Das ist sicher schon komplett untergegangen. Schauen wir mal, ob wir es sehen. Ja, die ist komplett weg. Ah. Froschschalen. Der Ringelnatter habe ich zuerst auch schon gesehen. So, und jetzt kommen wir zur anderen Furt oder Brücken. Und ich schätze, da wird es nicht anders ausschauen. Ja, so wie ein grün Stickel kommen wir runter. Oh, da sind sogar Riesenfische drin, der eine ist gerade gesprungen, habt ihr das gesehen? Ist leider die Bande da zwischen. So, wir sind wieder herum beim Schloss. Und jetzt fahren wir zum Heiden da hintere. Dort machen wir ein Ruhekäfchen. Ist fertig. Hätte schön heiß wollen. Puh. Aber mit meinem Gummi funktioniert das schon. Ja, lassen wir es ein bisschen ankühlen und ich muss dann sowieso noch einiges sagen, aber da mache ich dann ein eigenes Video davon. Das bleibt jetzt eigentlich nur so ein Tourenvideo. Ich glaube, da drüben wird gerne mit einer Drohne starten. Ja, auf alle Fälle, jetzt trinke ich mal mein Käfchen und dann schauen wir weiter. Ja, in der Zwischenzeit ist 8. Da neben mir folgt jetzt eine Renndrohne, die macht dann Krawall. Die ist eh gerade abgestürzt. Na ja, macht Spaß. Ja, ich werde jetzt meinen Kaffee schon langsam weiter schlürfen. Und dann schon langsam heimfahren. Dann wird es finster. 20.50 Uhr. Haben wir noch Zeit, bis die Sonne untergeht. Die Gößen werden einmal seganter. Obwohl ich mich gerade wieder eingesprüht habe, aber die sind ein Wahnsinn. Ja, was soll ich sagen jetzt? Ich packe jetzt den Kach zusammen, bevor ich leer gesagt bin und ich blutleer bin, wie so ein Zombie oder sonst was. Sattel die Hühner und reite wieder in die Stadt. Aber gut, ich packe jetzt zusammen, ich rühre mich dann später, wenn ich wieder unterwegs bin nachher. Ja, Heidentor, passieren wir wieder und weiter geht's. Ah, da geben zwei Rebchen und Gas. Aber jetzt flott, Freunde. Flott, flott. Na, fliegen können sie ja. Hey. Super, leider ist schon weg. Schade.
Ja, Freunde, ich bin gleich wieder daheim und Anblick sind es fast 30 Kilometer. Ja, war eine schöne, gemütliche Runde wieder. Und so muss das sein. Okay, ich sag wieder Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön fürs Dabeisein und man sieht sie. Servus die Maulnummer. Viert euch, die Wurm.